auf ein neues zu einer Folge von Let's Play Pikmin 4. Im letzten Part ist ja nicht allzu viel passiert. Tag wurde abgeschlossen. Wir haben uns hier nochmal ein bisschen was angehört, durchlesen lassen, was auch immer, von den ganzen gesammelten Objekten. Aber wir haben einen coolen Bonus, also cooles Upgrade, dass wir zum Beispiel auch schneller rennen können. Was schon mal sehr cool ist. Und wir können jetzt auf eine Nachterkundung gehen, was wir gleich mal anschauen werden. So, hallo. Aber ihr solltet unbedingt ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, joint den Discord und schreibt gerne Kommentare, das hilft uns wirklich sehr. Ah, frisches Blut, hallo Neuling, wie schön, neues Testobjekt. Ich meine, ein neues Gesicht zu sehen. Na, da wir zusammenarbeiten werden, kannst du mich einfach Spanel nennen. Ah, da verschwenden wir keine wertvolle Forschungszeit, du musst dich nämlich auf eine Nachtexpedition begeben. Ah, ich möchte, dass du medizinisch relevante Extrakte aus Leuchtbauten sammelst. Auf diese trifft man allerdings nur nachts. Über weitere Details machst du dir am besten direkt vor Ort ein Bild. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. In diese Orte kannst du aktuell reisen. Aha. Das ist aber ein neuer Ort, oder? Das war der erste Welt. Machen wir das jetzt oder wollen wir erst die andere fertig machen? Können auch die erst abschließen. Ja, da wäre ich auch eher dafür. Sprich einfach, wenn du das doch machen willst. Bei Sonniger anhören müsste die erste Welt gewesen sein, sehen wir ja gleich nochmal. Wir müssen jetzt jede Welt in Tag und Nacht abschließen. Ach du Scheinbar. Heilige. Gut, damit hat sich das Spielinhalt schon mal verdoppelt. Ja, ich glaube nicht, dass es in der Nacht so viel gibt wie am Tag. Ja, mal schauen, ne? Du hast zwar gesagt, es wird nicht so lang das Pikmin-Spiel, aber es wird mindestens 40 Parts, sag ich. Ja, das definitiv. Überleg mal, wir haben jetzt schon 17 oder sowas und haben nicht mal die zweite Welt fertig. Ja, wir sind jetzt in Welt und es wird 4 Welten geben, nehme ich an. Ja, nur. Das ist 5. Ja, also in Pikmin 1 oder nee, so. Es gibt jetzt noch eine Strandwelt, dann gibt es auf jeden Fall noch eine Welt innen drin. Dann gibt es noch eine Unterwasserwelt. Also ich glaube. Warte das mal ab, vielleicht ist das alles auch zusammen. Jedenfalls, es gab 4 Jahreszeiten an den Welten und dann vielleicht noch eine Finalwelt. Hast du alle Pikmin-Keime gepflückt? Nein. Hast du alle Pikmin aus dem Ding geholt? Da oben ist auf jeden Fall auch noch eine Höhle, wie man sieht. Mhm. Bei den Krügen. Kann man doch direkt hingehen und deinen Elektrozaun kaputt machen. Ja. Ja, mach die Pikmin da. Klein Racker. Oh, direkt tot fast. Oh, da ist wieder ein Untergrund. Ja, hab ich doch gerade gesagt, das ist eine Höhle, hä? Ach so. Alter, direkt fertig. Direkt wieder in die Höhle rein. Wird diesmal hoffentlich nicht so groß sein. Ah, gut, dass wir uns die Lampe gekauft haben. Ins Dunkel. Eine Höhle in Finsternis. Kein Licht fällt hinein. Eine Weile erkundete ich sie und ließ mich dabei auf das Licht der Glühlämpchen. Doch dann kehrte ich um, als das Risiko zu groß wurde. Wenn ich nur eine bessere Stirnlampe hätte. Ja, haben wir ja. Dann verdammt noch was, egal. Ach, wir haben ja genug rote. Ist ja nicht so, als hätte man im letzten Part vor davor ein paar verloren. Ich finde das blöd, dass da mal Fragezeichen steht. Nö, ich find's gut. Zumindest. Weil man weiß ja eh, wenn man alles hat. Naja. Ja, so weißt du halt vorher nicht, wie lange das jetzt werden wird. Wird's eine Mini-Höhle oder wird's 30 Etagen tief? Haha, eine Steuerlampe, sehr clever. Oh, ein lila Vieh. Oh. Oh mein Gott, was hat er getan? Der hat uns gebissen. Oh mein Gott! Ist das eine Cartridge?
Was ist das? Nein, das ist ein Game. Hey, nee, was ist das? Doch. Doch, ein Gameboy. GBA. Aber das Spiel ist, weiß ich nicht. Wie gut. Warum ist das gestorben? Ich habe keine Ahnung. Du verstehst manche Gegner, glaub noch nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Da sollte man nicht lang gehen. Warte mal, das ist schon das Ende. Ja, man kommt da wahrscheinlich erst zuletzt hin. Aber ist auch gut so, das ist jetzt die erste Höhle, die dunkel ist. Das ist hier so ein kleines Tutorial wahrscheinlich. Rote Pikmin, bitte. Oh, da liegt noch was Schönes. Na, wenn jetzt nochmal wieder ein bisschen rote Pikmin für die Population. Ja. Das ist ein Gameboy Micro. War das ein GBA Micro? Ich glaube schon. Ja. Micro. Hallo. Ich bin deutsch. Das ist schön. Zwar nicht DS oder 3DS, aber trotzdem. Da kannst du direkt wieder Wände zerstören. Och, schon wieder die. Die sind eigentlich nur dazu da, um zu nerven. Vor allem, die hauen dann ja auch wieder ab. Die kann man, glaube ich, gar nicht besiegen. Warum wirst du da nicht die roten drauf? Naja. So, jetzt kannst du hochklettern. Warum lässt du sie dir nicht klettern? Lass sie doch die Arbeit machen. Kann die dann da hoch? Oh, der Rest bleibt da oben. Und da hinten ist noch einer, der gerettet werden muss. Okay. Kannst du mal nochmal rufen? Oh, wir können das umsetzen gleich. Hm. Nein, oh Gott, das. Was heißt umsetzen? Ja, die Basis hier. Achso, meinst du? Ja, ist mir egal. Müsst ihr halt immer umdrehen. Was noch eine Wand? Mhm. Ich glaube, die Pikmin können das nicht kaputt machen. Oh. Jan, oh Mann, ey. Oh, Ortchen kann den Ring holen. Ja. Alter, das ist so ein. Oh, wie hieß das? Diese Knicklichter, oder? Ja. Sehr gut. Bei der anderen Basis noch? Nee. Was doch alle. Erfolgreich zerstört. Okay, da ist noch mein Cheffe. Aber warte, stopp! Hier ist Feuer. Mach erstmal Feuer weg, oder? Ah ne, das ist weiter vorne. Na dann. Da ist das Ziel. Das heißt, da vorne müsste noch ein Schatz rumliegen. Kannst du nicht hochwerfen? Ah ne, so hoch kannst du nicht. Dafür braucht man ja die Brücke. Ja gut.
Ne, die Brücke ist eine Abkürzung. Achso, doch, oh. Ach, was auch immer. Aber diese Dinger gibt's ja wirklich. War das nicht irgendwie so ein Bacillus, der dann diese Schnecken irgendwie einnimmt und dann diese eine komische Färbung haben? Alter, ein Thermometer. Ui. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, das war so. Und das sind normal Rohmaterialien. Hier sind auch nochmal Gegner. Na. No. Hä, ist das nicht der Anfang? Jetzt bin ich verwirrt. Warum kommen die da hinten? Achso, das sind die Steine, die da leuchten. 13 fehlen noch. Versuch erstmal gelbe nur. Ich weiß nicht, wann das geht, wenn die sich öffnen. Nein, der tut sich doch weh! Oh Gott. Otchin kann nicht. Mann. Die Musik. Sie muss schon von hinten machen, ja, nicht von vorne. Ey, die machen mir ja komplett verrückt, die Viecher. Die hält das andere an. Oh, Mann. Ja, das ist noch gelbe. Alter. Du musst es von hinten machen, stell dich doch nicht. Ja, das geht aber nicht, teilweise. Oh, jetzt haben die alle ihre Blüten verloren. Ich mach hier gleich irgendwas kaputt. Werf die doch einzeln, das ist besser. Du bist doch immer zu spät, du merkst es doch. Ja, besser. Werfen ist ein Unterschied zu hinrennen lassen. Weil sie die dann auf den Umwerfen gehen. Sehr gut. Oh, hier kann man auch richtig leicht Sachen vergessen, glaube ich. Ja. Dann war aber nicht. Hier waren wir schon. Viel ist es nicht mehr. Irgendwo waren noch gelbe Pikmin. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt läufst du wieder, lauf wieder zurück. Sonst läufst du einen ganzen großen Bogen. Aber irgendwo war noch ein Spot, wo gelbe waren. Das habe ich vorhin gesehen. Hier rechts vielleicht? Okay, die meinte ich jetzt nicht.
Da. Da waren sie doch. Ja. Und da rechts kann sie auch noch gehen, glaube ich. Sind wir jetzt geradeaus. Ja, da wo die Krüge sind, genau. Ja, es geht jetzt nur noch den Typen zu retten und dann darüber. Hier runter. Du kommst doch da gar nicht lang, wie du das jetzt versuchst. Jedenfalls nicht mit Otchen, oder? Sehen wir gleich. Doch. So, ja, da ganz rüber. Und... So, hier. Stopp, ist... wir müssen doch erstmal den Chef retten. Ich muss da nochmal runter. Wir haben doch jetzt da was erschaffen da unten. Ja, da müssen wir da. Ich glaube, das ist aber dagegen. Ja, wir kommen ja eh nicht so rüber. Ach, Mann. Du hast nicht richtig gedacht. Du musst. Ich glaube, wir haben da ja eben was erschaffen mit den Platten und du kannst jetzt hoch. Und wenn du da oben bist, von da die Pigment rüber schmeißen. Aber auch die dummen Platten müssen wir erstmal wieder finden. Hey, du hast die doch da schon hingebracht. Das war doch direkt bei dem Typen. Aber auch wo das war, weiß ich nicht mehr. Das siehst du doch auf der Karte. Da unten. Da ganz unten. Von hier rüber geht's nicht. Muss ich mich wieder nur irgendwie anders hinstellen. Die müssen da rankommen. Ist hier nicht irgendwas, was du noch ausgraben kannst? So ein Teil? Ja, da. Oder auch nicht hier. Nö. Gibt ja später auch noch diese fliegenden Pigmen, aber als ob wenn du jetzt brauchst. Jan, du wirst dich ja halt irgendwo random hinschmeißen müssen. Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Geht das wahrscheinlich noch nicht. Du siehst, ich habe mich schon alles probiert zu platzieren, aber bis da oben hin reicht es nicht. Kannst du nicht springen und dann werfen? Ich kann springen, aber ich kann im Sprung nicht werfen. Warte mal. Oh, das war... Das braucht man auch schon so lange nicht mehr. Das haben wir... du hast das immer gemacht. Ich habe das immer vergessen, dass man das machen kann. Na, immerhin ist es mir überhaupt noch eingefallen. Ach, Mann. Bleib hier. Lass dir das machen. Ja. Na? Da kommen sie. Ja, lass uns einen Blick auf die Visitenkarte werfen. Mika von Nishiki, eine neue Dozentin an der Alion Akademie, die den Geowissenschaftsclub der Hochschule als Mentorin unterstützt.
Ah, sie ist also Dozentin, ob sie von ihrer Universität aus eine Exkursion hierher unternommen hat. Aber das könnte ja bedeuten, dass noch mehr Leute von der Universität auf diesem Planeten gestrandet sind. Wir sollten uns so schnell wie möglich mit ihr sprechen, um herauszufinden, wer noch alles hier ist. Sehr gut. Dann wollte ich aber sagen, das war's wieder für diesen Part. Eine kleine Erkundung. In einer dunklen Höhle. Wir gucken uns die Schätze, wie gesagt, noch nicht an. Weg damit, gar nicht hingucken, ich will das nicht sehen. So, aber hier machen wir Schluss und sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Pikmin 4. Also nicht verpassen, Like zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.